Mensch, es ist Montagmorgen, es ist April, der 4. April haben wir, nee, der 3. Und wir sind in Weißkirchen. Weißkirchen, das liegt in der Nähe von Losheim oder von Wadern und sind in einer Motorradschmiede, über die wir schon mal berichtet haben. Es ist nämlich Loon und die beiden Chefs sind gerade hier. Hallo. Hi. Ich habe euch gerade überfallen mit einem kleinen Video. Wir haben gesagt, wir gucken mal in die Werkstatt rein. Wie geht's euch heute? Gerne, wunderbar. Alles gut, schönes Wetter hier im Saarland. Passt. Genau. Ihr habt im Prinzip einiges vor. Die Saison beginnt jetzt gerade quasi für euch, oder? Ja, wir sind in Vorbereitung. Das Wetter passt. Alles wird gut, hoffentlich. Hier sieht man zwei Motorräder. Eins, was quasi schon kurz vor der Fertigstellung steht. Das ist jetzt, wie alt ist das da? Die ist aus 79, ist eine 79er Honda CB 750K. Sind wir jetzt in den letzten Schritten. Vergaser noch abstimmen, Elektronik passt. In zwei Wochen spätestens ist er auf der Straße. Wenn du so lieb bist und mal gerade hier rumkommst, damit wir dich ein bisschen besser hören, ja, und mir mal kurz beschreibst, was hier so special ist an der jetzt. Also man sieht, es ist alles komplett neu aufgebaut, oder? Ist erstmal ein kompletter Neuaufbau. Im zweiten Schritt sind dann halt so Sachen wie Elektronikkomponenten einfach in das Jahr 2017 gebracht. Heißt Keyless Go, heißt LED Frontscheinwerfer, heißt LED Rücklicht, LED Blinker. Das sind LED Blinker. Ich zeig mal kurz drauf. Das ist ein LED Blinker. Das ist ein LED-Rücklicht, ja, in einem Motorrad aus dem Baujahr? 79. 1979, ja. Ja, und das Alter sieht man ja mittlerweile nicht mehr an. Das ist Keyless Go, ja, was man hier hat. Der Motor ist komplett auf dem neuesten Stand. Der ist jetzt, was ist hier passiert mit dem Motor? Der ist einmal überarbeitet und wieder lackiert, oder? Lackiert. Die Seitendeckel sind neu pulverbeschichtet und einfach fachmännisch zusammengebaut und ja, einmal überholt. Das sieht aber alles sehr, sehr schick aus. Das heißt, die Design ist bei euch natürlich in die Wiege gelegt, so ein bisschen, oder? Das muss cool aussehen. Design und Fahrbarkeit sollten beides sich 50-50 halten. Also im ersten Step soll es Spaß machen, mit dem Motorrad zu fahren. Und wenn es dann noch geil aussieht, ist es ein Bonus. Super. So sieht so ein Motorrad aus, wenn es zu euch kommt, mehr oder weniger, genau. Oder? Das ist jetzt was für ein Motorrad? Das ist eine XS400, eine Yamaha. Baujahr kann ich dir jetzt aus dem Kopf gar nicht so genau sagen. Ja, aber so sieht das Ganze halt eben aus, wenn es zu uns kommt, dann wird das Ganze erstmal gestrippt, alles Überflüssige entfernt, kontrolliert, welche Komponenten noch verwendet werden, daraufhin vielleicht Komponenten instand gesetzt, wenn sie es nötig haben, und halt im Endeffekt dann überlegen wir uns, welche Komponenten wir noch verbauen wollen, um das Motorrad dann halt einfach in die Stilrichtung zu bringen, wie wir das mit dem Ganzen machen. Wir gehen am besten mal rein bei euch in den Showroom. Ihr habt hier einige Werkzeuge auch da. Da hinten ist eine Drehbank, eine tolle. Genau, das brauchen wir alles. Drehen, schweißen, so viel wir machen können, machen wir eigentlich selbst. Wir haben einen guten Bekannten, der hilft uns aus mit Laserteilen. Das heißt, wir konstruieren am Computer die verschiedenen Komponenten, die wir für die Motorräder brauchen. Und daraufhin werden die an Laser geschnitten oder eventuell auch mal gefräst. Und ihr baut hier auf, ihr braucht ungefähr wie lange für ein volles Motorrad? Das kommt je nach Umfang an, aber in der Regel fängt es bei 4 Wochen an, geht bis zu 3-4 Monaten. Und ihr baut immer 2 Stück auf einmal? Oder was macht ihr? In der Regel schon, ja. Das heißt, ihr arbeitet hier zusammen, nebeneinander, habt Spaß und seid mitten im Weißkirchen. Ihr habt einen Showroom, wenn ihr mir den mal zeigt? Ja, gerne. Komm mit. Mitten in Weißkirchen, das ist praktisch Amerika so ein bisschen, so der amerikanische Traum. Ihr habt aber nicht die Serien geschaut die ganze Zeit, um nee, das zu machen? Nee, um Gottes Willen. Wir machen unser Ding, das passt, ja. Cool. Man kennt sie natürlich alle, aber daran orientieren tut man sich nicht. Loon, da steht's. Wie war der Name? Wie kommt auf den Namen? Was Einfaches mit 4 Buchstaben, was man halt einfach schnell wieder erkennt. Und stammt eigentlich von den Looney Tunes, von den verrückten Viecher. Von den Looney Tunes? Genau. Okay. So. Das ist im Endeffekt unser Shop, bzw. Showroom, / Büro. Da stellen wir halt die Motorräder aus, die wir bisher gebaut haben. Gibt einen guten Kaffee bei uns, ein bisschen was an Klamotten und eigentlich immer gute Leute. Ihr habt jetzt schon wie viele gemacht, Motorräder? Insgesamt 10? 9 10? Oder 10 haben ja. Wir gemacht. Ohne uns gerade, eigentlich 12. Ich bin vollkommen weg, ja. Das sieht hier original aus, als wäre es irgendwo in Amerika, in LA oder so. Und wenn ihr da sagt, wir machen unser eigenes Ding und so, aber es ist schon ziemlich hip hier mit den
Europaletten. Gehört ja zu unserem Job, Sachen gut aussehen zu lassen. Und gerade dann bei uns, wo du dich jeden Tag so viele Stunden aufhältst, sollst du dich auch wohlfühlen. Und ja, im Endeffekt ist es genau das, was wir halt gerne machen. Sachen schöner machen mit relativ wenig Mitteln, genau, und kreativ sein, das passt. Ja, und die diese Sprache, die Seinsprache, wer ist dafür verantwortlich bei euch? Das macht ein bisschen mehr ich, aber das entsteht alles immer irgendwo zusammen. Ja, ja, das passt. Im Endeffekt, alles, was du siehst hier drin, ist selber gebaut. Selber ausgedacht, gebaut. Und das spiegelt eigentlich so ziemlich genau das wieder, was wir gerne machen. Ich bin vollkommen, also es ist selten, dass ich mal sprachlos bin. Ihr verdient euer Geld damit, dass ihr die Motorräder aufbaut und aus dem Delta den Gewinn, davon lebt ihr, oder? In erster Linie machen wir Werbung für regionale Firmen. Heißt Fahrzeugbeschriftung, Digitaldruck, Spannbanner, solche Sachen. Okay. Geschäftspapiere, Logoentwicklungen und im Step nebenbei, das ist aus dem Hobby raus entstanden, machen wir die Motorräder. Ja, das ist so cool. Unser Ding. Also man fühlt sich wirklich wohl hier, wenn man direkt reinkommt. Man merkt auch, dass das Thema Design, ach jetzt verstehe ich das. Ihr übertragt praktisch das Design, was ihr euch ausdenkt, auf euer ganzes Leben mehr oder weniger. Ihr lebt das, oder? So ein bisschen. Das ist eigentlich ein Traum. Ihr macht das. Daraus ist es ja auch entstanden, dass wir gesagt haben, wir machen einfach das, worauf wir Lust haben. Und ja. Das ist cool. Stück für Stück setzt sich das Puzzle irgendwie zusammen. Und das ist jetzt das vorläufige Ergebnis von dem Ganzen. Halt Laden, wo man sich wohlfühlt, wo man coole Klamotten bekommt, mit dem Bonus, mit den Motorrädern. Das ist ganz geil. So, ich habe eine tolle Idee. Wir machen jetzt mal ein bisschen Werbung für euch. Ja? Ihr könnt Motorräder suchen, die ihr auf euren Namen kauft. Zum Beispiel Gebrauchmotorräder, Scheunenfunde, die ein bisschen älter sind, die noch nicht zu kaputt sind, aber schon, ich sag mal, im Keller standen und so weiter. Man kann euch auch beauftragen, zum Beispiel eine SR zu suchen. Ja, richtig? Das kannst du machen, genau. Du sagst, ich will eine SR haben, aus vielleicht sogar das Baujahr uns angeben, weil du einen besonderen Hintergrund hast zum Baujahr. Dann suchen wir das. Wir haben auch Bekannte, die immer gewisse Motorräder im Fundus haben. Und dann bauen wir das nach deinen Wünschen um. Die Beratung, was da und wie das umgebaut wird, wie geht das vonstatten? Ihr könnt das auf dem Computer vorher simulieren oder könnt ihr die Teile zeigen oder wie läuft das? Genau, also im ersten Step wird das Budget festgelegt, wie viel Geld man ausgeben möchte für sowas. Dann suchen wir die passenden Teile raus, dass es passt und bauen das Motorrad grafisch am Rechner vorher schon einmal fertig zusammen, dass jeder nachher sieht, was er auch bekommt. Oder in welche Richtung es geht. Es gibt ja bei den Motorrädern ganz viele verschiedene Stilrichtungen, von Café Racer, Scrambler über Bobber. Das stellen wir grafisch dar und dann bauen wir es. Und hoffentlich, oder so war es bis jetzt immer, haben die Mopeds nachher genauso ausgesehen wie auf der Zeichnung. Und ich kann aber auch sagen, einfach machen mal. Das heißt, ich kann, wenn ich da sehe, was für schöne Sachen dabei rauskommen, ja. Natürlich die beste Option. Die beste Option ist, ihr seid Designer, ihr sagt, ich will ein cooles Moped haben auf Basis XY als Beispiel. Das geht auch, Das geht auch, genau. Das war bei der zum Beispiel so ein Fall, die haben wir gebaut, dann kam ein Kunde, kam rein, hat sich direkt verliebt und hat gesagt, die ist mir. Echt? Ja. Cool? Ja. Läuft ab und zu auch mal so. Und dann wurde anschließend der Laden für ein halbes Jahr geschlossen, ja, weil ihr von den Gewinnen dann in die Südsee gefahren seid, ja. Mit ziemlicher Sicherheit. Das sollte irgendwann mal vielleicht das Ziel sein bei dem Ganzen, aber wir machen es ja gerne, deswegen braucht man nach einem Moped nicht direkt schon wieder Urlaub. Okay. Die eine ist fertig und zwei Tage später geht es dann mit der nächsten weiter. Cool. Ja. So, wir werden jetzt ab und zu mal zu euch kommen, ja, und das war jetzt mal so das erste Video mal für den Einstieg. Locker vom Hocker, wenn man euch erreichen will, wie findet man euch? Am besten im Netz? Oder? Im Netz unter www.lunix.com, bei Facebook unter Loon, also L-U-O-N. Auf Instagram sind wir oder einfach vorbeikommen nach Weißkirchen im Gewerbegebiet 3b, sind wir auch von 10 bis 18 Uhr jeden Tag. Oder halt am besten googeln, Loon Weißkirchen eingeben, dann müsstet ihr eigentlich schon direkt kommen. L-O-O-N. Was ist das für ein Moped? Das ist eine Yamaha SR500 aus 1980, ist ein kompletter Neuaufbau. Von uns. Wir haben mit den SRs angefangen und das war so die letzte SR, die wir für uns gebaut haben. Momentan noch zu verkaufen. Ja. Wenn Interesse besteht, kann man sich gerne bei uns melden. Und kostet? Ist auch möglich. Ungefähr.
Liegt über 10.000. Über 10.000. Ist aber auch ein Produkt, was, wenn es irgendwo stehen würde, auch wieder Einzelstück aufmerksam garantiert, oder? Die Aufmerksamkeit. Auf Komponenten verbaut, die nicht alltäglich sind, bei einer SRA eine hydraulische Kupplung. Eine hydraulische Kupplung? Okay. Kleiner digitaler Tacho sitzt hier hinten dran. Kann man durchschalten mit mehreren Funktionen. Bessere Bremsanlage, neue Feder, Dämpfungselemente halt eben. Ein anderer Vergaser, Motor ist ein bisschen leistungsgesteigert. Dann haben wir hier noch einmal helle LED-Blinker, auch sowas, worauf man Wert legen, dass wir da wirklich nur Komponenten verwenden, die im Endeffekt auch hochwertig sind. Gut, Liebe und Leidenschaft, so viel kann ich erkennen. Wenn ihr euch nochmal ganz kurz vorhört, du bist der? David Heck. Der David Heck, genau. Und du bist der? Dominik Port. Der Dominik Port. Vielen Dank für das nette Video. Gerne.